Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, jetzt mal hier in einen anderen Wald. Wie heißt das hier? Hülterhäuschen, genau. Ja, da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal nach Pilzen. Trüffel ist auch dabei. Dann sehen wir mal. Ja, auch hier haben wir Laubwälder und Mischwälder und da unten sogar noch ein paar intakte Fichten. Dann gehen wir mal gucken. Ja, was auffällt ist, dass noch gar kein Pilz zu sehen ist. Ja, hier hat es immer gerne Steinpilze und Maronen gegeben, aber hier ist gar nichts. Im Moment jedenfalls noch nicht. Geh mal eine Weile darunter. Was mir auffällt, ist auch, dass hier auf den Stuken keine klebrigen Hörnchen stehen. Ja, und das ist immer ein Indikator für Pilze. Und die fehlen hier. Ich sehe kein einziges gelbes Hörnchen. Ja, hier wächst ein kleiner Pfifferling. Aber keine großen sehe ich nicht. Hier auch ganz viele kleine Pfifferlinge. Aber keine großen. Ja, also in diesem kleinen Bestand, da findet man überall Clusterchen von kleinen Pfifferlingen. Aber große fehlen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier schon Leute waren und hier gesammelt haben. Ja, der Trüffel, der zottelt auch so durch den Wald. Ich glaube, den bringe ich jetzt nach Hause. Das hat keinen Wert. Er ist nicht mehr der Jüngste, man merkt's. Ja, dieser Wald hier, der sieht so aus, als wenn er schon abgesucht wäre. Es wachsen nur kleine Pfifferlinge. Und also Schwammpilz ist noch gar nichts los hinten im Nadelwald. Ja, dann bringe ich jetzt den Hund weg. Trüffel kommt nach Hause, da kann er sich ins Körbchen legen, auf seinen alten Teil. Und ich fahre noch woanders hin. Ja, er hat gerade gesagt, er will nicht mehr laufen, er will jetzt getragen werden. Na gut, dann tragen wir ihn eben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich halt wieder zu meinem Asthma-Hang gefahren hier. Ja, dann wollen wir hier mal gucken. Asthma-Hang hin oder her, hier gibt es immer Pilze. Dann fangen wir das Pflücken an. So geht's. Die Zachel hier, die haben ja einen wahren Trockenschaden und dürfen hier bleiben. Wenn man im Laubwald Pfifferlinge sucht, also ist ein ganz, ganz, ganz langsames Tempo. Und man guckt also so bis zu maximal 2 Meter vor die Füße. Und dieses Unterholz, dieses Waldbeerbewachsene und dieses Krautige, ja, das lieben die sehr. Und da wird man auch fündig. Aber wie gesagt, langsam gehen, sonst übersieht man sie. Und hier haben wir so einen Wildwechsel, da kann man auch mal hergehen. Und auf einmal sind sie da. Ja, das ist schon komisch, dass andere Pilze komplett fehlen. Also man findet mal einen Perlpilz, einen. Aber Schwammpilze, also auch gar nichts. Und ab und an einen Scheidenstreifling. Komisch. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir schon Steinpilze. Und hier steht es, das klebrige Hörnchen. Ja, was immer ein Pilzanzeiger ist, normalerweise. Hier haben wir wieder welche. Ja. Ja, hier stehen auch wieder ein paar. Hier steht eine Gruppe wie gemalt. Ja, den wollen wir mal ernten. Oh, die sind schön. Langstielige. So. Es handelt sich bei den ganzen übrigens auch um Amethystbeflockte. So, guckt mal. Schöne Gruppe. Und hier oben diese Amethystbeflockung. Ja.
Hier ein schönes Beispiel, warum man langsam durch den Wald gehen soll. Da liegen Blätter drauf. Ja. Und dann hat man ihn. Ja, diesen Asthma-Hang hier, den habe ich letztens ausgelassen, weil er doch sehr, sehr anstrengend ist. Ja, man sieht das hier an der Steilheit. Das ist hier so steil, dass kaum der Korb hält am Hang. Aber hier wachsen sie wieder. So, hier haben wir wieder welche. Aber da oben, da wächst ein großer. Ja, das ist ja schon fast ein Pfifferlong. Guck mal, der hängt hier fest. Ja, aber ist noch gut. Oh, ein tiny, tiny Scheidenstreifling, ein Safrangelber. Ja, hier ist was ganz Lustiges. Da kommt man um die Ecke und da meint man wirklich, da steht eine Monsterspinne und wird einem da erwarten. Diese Asthma-Hänge, die sind doch sehr, sehr anstrengend und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier der Einzige bin, der hier nach Pfifferlingen sucht. Ich habe hier schon einigen Leuten beschrieben, wo das hier ist, aber hier war auch keiner, sonst ständen hier nicht so viele Pfifferlinge noch rum, nicht? Ja, ich suche immer so ein Teil ab von diesen Hängen, ja, und dann komme ich 3-4 Tage später wieder, suche einen anderen Hang ab. Boah, das zieht sich ja runter bis nach Brügge. Nicht? Ein paar Lichtungen dazwischen, die man dann halt umgehen muss oder halt mit dem Auto hinfahren. Ja, aber nicht auf der Waldwege. Da muss man kennen, wo man da parken kann. Das ist ja interessant hier. Da wächst einer unter einem Baumstamm. Ja, da wurde ich auch immer gefragt. Sag mal, Charlie, warum verrätst du deine Stellen? Ja, warum verrate ich meine Stellen? Weil ich keine Stellen habe. Ganz einfach. Ich kann denen ruhig zeigen oder sagen, wo ich Pfifferlinge gefunden habe. Steht denen dann frei, selber dahin zu fahren. Manchmal nehme ich sogar Leute mit, gehe dann mit denen zusammen sammeln und dann finden die auch Pilze, dann freuen die sich. Pilze haben eine Eigenschaft. Sie wachsen nach. Und man muss nicht dauernd an der gleichen Stelle, also Kirspe ist hier von Wald umgeben. Ja, wenn man das Habitat kennt, wo die Pilze wachsen, ja, wo man Pfifferlinge finden kann, dann ist es ganz egal, wo man hinfährt. Ja, und selbst wenn ich den Leuten dann, sagen wir mal, Stellen zeige und so weiter, wenn ich da schon gewesen bin vor denen, dann ist da auch empty. Ja, aber manchmal haben die auch Glück. Irgendwann hat man ja auch genug Pilze, ne? So, jetzt bin ich hier auf dem Waldweg und hier stehen Pfifferlinge rum. Der Laie sieht die nicht, ja, weil er nicht damit rechnet und nicht vor seine Füße schaut. Denn hier im Grase verstecken sie sich. Und hier vorne links stehen auch noch welche. Ja, seht ihr sie? Da, unter den Blättern. Wie gesagt, dies ist hier ein alter Holzabfuhrweg. Die Fundmöglichkeiten für Pfifferlinge hier bei uns im Sauerland ist ab Mitte Juni, ja, dann so bis August, dann kann ein bisschen Pause herrschen wegen Trockenheit, wegen Hitze und dann kommen die in den zweiten Schub wieder und bleiben meistens dann bis zum ersten Frost. Also so lange kann man hier Pfifferlinge finden. Ja, dann suche ich mal weiter. Ist ja nicht schlecht, was ich jetzt schon im Korb habe. Es soll auch nicht mehr werden. Also gehe jetzt langsam hier den Weg und dann mache ich mir so langsam am Rückweg. Und was ich so zwischendurch finde, das landet hier noch rein. Und wie gesagt, altes Blatt, Pfifferling. Schwer zu sehen. Geht langsam. Ja, um diese Buche hier rum, da wachsen wieder welche. Ich bin jetzt schon bald hier unten an der Volme. Aber der sieht ja gut aus hier.
wie der so aus dem Moos kommt. Oh. Ah. Ganz schön tief verankert, aber das ist so ein Prachtexemplar. Toll, nicht? Schöner Pilz. Und wenn man so von unten nach oben guckt, da kann man die Pilze viel besser erkennen. Wie will man solche Pilze erkennen? Ja, toll. Ja, da unten, da fließt die Volme, da ist noch eine Wiese und dann kommt die Volme. Und hier steht auch wieder alles voll mit Pfifferlingen. Ja, und ich darf nachher diesen ganzen Asmahügel wieder hoch bis zur Straße. Ich stehe ja oben an der Wolzenburg, also an der Gegend von der Wolzenburg. Ja, die sind auch schön hier im Glücksklee. Ja, dann beschließen wir das für heute. Ich habe genug Pilze, reicht. Eine Stunde war ich unterwegs, nur jetzt muss ich den Asthmahügel wieder hoch. Mache ich hier eine kleine Rast. Ja, schauen wir mal, was wir so haben. Ja, 3-4 Hände voll, reicht völlig aus. Ich habe ja schon so viel in der Kühltruhe. Ja, und die müssen ja auch noch gegessen werden. Also mein Wintervorrat an Pfifferlingen ist gedeckt. So sieht's aus. Damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich bin nicht so ausgepumpt wie sonst immer. Ja, und dann werde ich mir diese schmecken lassen. Den Rest lasse ich in der Truhe. Wir haben ja auch noch die Pilzzeit, die Herbstpilzzeit kommt ja erst noch. Da will ich ja auch noch gehen. Also, drüff, drüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie. Bye, bye.